meine Lieben, willkommen zu einem neuen Linda Daskewitz Workout und heute begeben wir uns in die Rückenlage, denn wir werden heute ein Beckenbodentraining durchführen, um deine Beckenbodenmuskulatur während der Schwangerschaft und aber auch vor allem nach der Schwangerschaft zu stabilisieren, denn was ist wichtiger als ein stabiler Beckenboden und vor allem später auch mal solche Dinge wie Inkontinenz auch mal ausschließen zu können. Deswegen begeben wir uns runter in die Rückenlage. Es ist ein kurzes, aber sehr effektives Workout. Alles, was du dafür brauchst, ist vielleicht ein kleines Kissen und einen kleinen Ball. Klau dir den kleinen Ball einfach von deinem Kindchen. Und dann würde ich sagen, es geht direkt los. Den Ball brauchen wir gleich. Zunächst einmal kannst du dir ein kleines Kissen nehmen oder irgendwie etwas Weiches, ein kleines Handtuch. Und das legst du dir einfach, wenn du das möchtest, so hin, dass du dein Hohlkreuz praktisch ausfüllst. Und wir legen uns ab, stellen die Beine auf, schulterbreiter Stand. Und wir spannen komplett unseren Beckenboden an. So fest du kannst, ziehst du deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und wir schließen alle Öffnungen. Leg die Arme locker am Oberkörper ab. Die Schultern sind weg von den Ohren, der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und wir atmen einmal ein und aus. Mit der nächsten Ein- und Ausatmen spannst du deinen Bauch noch fester an und schließt nochmal kontrollierter deine Öffnungen. Und wir heben das linke Bein auf 90 Grad, Fußspitze ist gespitzt und wieder ab. Andere Seite und ablegen und wieder anheben, ablegen, im Wechsel, spann den Bauch an, sehr gut. Wir steigern diese Übung, indem wir uns gleich mit dem Oberkörper vom Boden lösen, aber zunächst einmal bleib noch mal hier. Und versuche wirklich deinen Beckenboden bewusst zu spüren. Und korrigiere dich immer selber. Wenn du merkst, du lässt gerade in der Spannung nach, zieh wieder deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule und aktiviere deinen Beckenboden. Die Po-Backen kannst du bei dieser Übung komplett entlastet lassen. Also die brauchst du nicht anspannen. Einfach das innere Gerüst deines Beckenbodens fester anspannen. Indem du dir imaginär vorstellst, dass wir unsere Öffnungen im Genitalbereich schließen. Okay, locker. Und wir heben langsam unseren Oberkörper. Die Schulterblätter lösen sich vom Boden und wieder ab. Lösen und ab. Die Hände zur Seite, hoch und tief. Super, hoch und tief. Hoch und tief. Sehr schön. Fünf mehr. Noch 4, 3, 2 und letzte. Den halten wir oben und wir heben unsere Füße. Wir lassen den Bauch unter Spannung, ziehen alles zusammen, den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Wir schließen alle Öffnungen. Wir haben die Schulterblätter gelöst von der Matte und wir halten das Ganze. Die Handflächen zeigen zur Decke und wir alternieren wieder mit den Beinen. Hoch und tief, super. Schön fest anspannen, Bauch. Hoch und tief, super. Noch 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Sehr gut. Und löse, leg dich ab. Kurz auflockern. Wir werden unser Becken kippen mit der nächsten Übung. Komm hoch und tief mit dem Becken. Langsam und kontrolliert. Auch hier wieder wichtig, ziehe auch hier wieder den Bauchnabel zur Wirbelsäule und versuche diese Übung ganz bewusst zu spüren, anders als bei Fitnessübungen sonst, wo es halt viel um Power geht, geht es hier wirklich, dass in der Ruhe liegt die Kraft. Noch 8, 7, 6, 5, 4, Bauchnabel ist fest. Schön anziehen. Die letzten 3, 2 und der letzte. Sehr gut. Nun schließen wir unsere Beine Knie an Knie und wir lösen nun unsere Fußspitze vom Boden. Hoch
gemeinsam und tipp. Komm hoch und mit den Fußspitzen tipp. Sehr schön. Das Ganze auch mit Kraft deiner Bauchmuskeln, mit deinem kompletten Rumpf und tipp. Hoch und tipp. Super. Ohne Schwung, nur mit Kraft. Noch 5, 4, 3, 2 und der letzte. Und das halten wir oben und wir strecken das Bein. Die Ferse schiebt sich nach vorne und kommt zurück. Und strecken, Ferse schiebt sich nach vorne und kommt zurück in 90 Grad Winkel. Und im Wechsel, come on, schön. Noch 8, noch 7, noch 6, noch 5, 4, 3, 2 und der letzte. Sehr gut, komm zurück und wir legen die Beine ab und wir machen uns lang. Wenn dir das zu wenig ist im Hohlkreuz, falls du eins hast, dann kannst du auch ein etwas dickeres Kissen nehmen und das einmal umschlagen und darunter legen. Wir lockern uns aus und wir kommen mit den Fersen an den Popo und wir heben das Becken nach oben. Sieh zu, dass du eine gerade Linie hast mit deinen Beckenknochen und den Knie und den Knien, dass du wie ein Brett praktisch dich gerade hebst. Also jetzt nicht hier unten hängst, sondern wirklich dich versuchst maximal zu strecken. Und halte das Ganze für 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Auch hier wieder. Sieh zu, dass du deinen Bauchnabel fest zur Wirbelsäule ziehst und löse dich vom Boden und halte diese Position. Alle Öffnungen schließen, Bauch ist fest. 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Wir wiederholen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Ein letztes Mal. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Nehmen wir nun unseren Ball dazu und wir kommen nach oben. Wir bequem auf deinem Kissen und wir lösen die Knie vom Boden und im Wechsel spielen wir mit unserem Ball durch die Knie. Und du hast den Bauchnabel wieder fest an die Wirbelsäule und alle Öffnungen schließen wir und wir halten die Position im Wechsel. Come on. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wir lösen. Kurze Pause, atme ein und aus. Wir bleiben hier mit dem Ball. Der Ball befindet sich zwischen unseren Knien und wir machen unseren Rücken rund und kommen in die Streckung. Schultern sind weg von den Ohren. Wir kommen tief und hoch. Rund machen und strecken. Rund und strecken. Und bei der Streckung spannst du wieder alles an. Oh, super. Come on. Noch 3, 2 und der letzte. Okay. Von hier aus begeben wir uns wieder in die Rückenlage und vergewissere dich nun, dass du auch hier wieder deinen Bauchnabel fest zur Wirbelsäule ziehst und alle Öffnungen schließt. Wir kippen wieder das Becken und kommen zurück. Nach vorne und zurück. Super. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Und auch hier wieder halten wir die Position und wir lösen wieder das linke Bein auf 90 Grad und kommen zurück. Und alternieren. Abwechselnd links und rechts. Sehr schön. Die erste Übung, die wir heute hatten. Und das Ganze ohne Schwung, immer nur mit Kraft, mit voller Muskelkraft. Okay, die letzten 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Bei der nächsten Übung nimmst du nun den Ball dazu, hältst ihn fest, streckst ihn ganz nach oben und nun hebst du das rechte Bein, als würdest du Fahrrad fahren mit einem Bein und strecke es. Komm zurück, zieh dein Knie an, soweit es geht und strecke. Und die Schultern sind praktisch gelöst von der Matte.
Okay, als würdest du Fahrrad fahren. Schön fließende Bewegung. Bauchnabel ist fest. Sehr schön. Und ein letztes Mal. Und wir halten die Position. Und Puls. 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 Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Und andere Seite. Und wir ziehen das Knie fest an, strecken das Bein und kommen in die Streckung nach vorne. Okay, anziehen, nach oben, nach vorne. Und wir fahren auch hier wieder einbeinig Fahrrad. Langsam und kontrolliert und immer schön mit Kraft aus den Beinen und aus dem Bauch. Und auch hier wieder, immer wieder vergewissern, dass ihr den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule zieht. Und auch hier, dass sich die Schultern von der Matte lösen. Okay, sehr schön. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Und auch hier wieder in der Streckung. Come on, Puls, 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 Puls. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Super. Komm mal hoch in den Sitz. Wir nehmen den Ball wieder dazu, lösen die Ferse von der Matte und auch hier wieder im Wechsel rechts, links spielen wir mit dem Ball zwischen unseren Beinen. Okay. Langsam und kontrolliert. Auch hier wieder vergewissere dich, dass du alles feste angespannt hast. Sehr schön. Noch 4. 3, 2, 1. Perfekt. Leg den Ball zur Seite. Du kannst auch das Kissen nun zur Seite legen. Und wir kommen nun in die Streckung. Leg dich ganz lang auf deine Matte. Mach dich lang, 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 lang. Und zieh ein wenig nach. Im Wechsel die Arme wegziehen. Okay. Und komme mit den Füßen an dein Popo und dreh die Knie zur einen Seite, der Kopf zur anderen Seite. Und wir halten das Ganze. Und wir lösen das. Und kommen zur anderen Seite. Und wir dehnen nochmal schön den Rücken. Auch hier kannst du nochmal dein Becken ganz leicht und locker mobilisieren. Diese Übung, die tut sowieso sehr gut, auch gerade in der Schwangerschaft, wenn man Rückenschmerzen hat. Einfach hier die Lendenwirbel und das Steißbein, alles was sich halt in der Schwangerschaft sehr stark verformt. Mit dem zunehmenden Bauch verformt sich noch einmal die Wirbelsäule. Und hier können wir sehr viel gegen tun, dass man auf jeden Fall die Rückenschmerzen minimieren kann. Okay, ja, meine Lieben, wenn euch das Workout gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert mich auch unter Linda Daskewitz auf YouTube und besucht mich auch sehr, sehr gerne auf Facebook und auch auf Instagram unter runninggirl_Linda. Ich freue mich über euren Besuch und ich wünsche euch noch eine schöne Schwangerschaft oder eine schöne Babyzeit mit eurem Kind. Macht's gut und dieses Workout könnt ihr regelmäßig machen. Tschüss und bye bye.